Herzklotz. Den ganzen Scheiß hier. Den schmeißen wir gleich zum Fenster raus. Das ist auf dem Boden. Geh so auf deine Kappe. Vielleicht mal so einen Eimer geschlängert oder so. Hier in dem Video geht es darum, wie man eine Wohnung möbliert, beziehungsweise wie wir eine Wohnung möblieren. Und das zeige ich jetzt einfach mal. Heute ist Montag und wir haben noch 2 Wochen Zeit, bis der Mieter einzieht. Der Vertrag ist schon so gut wie unterschrieben. Deswegen heißt es jetzt ranklotzen und Vollgas. Let's go! Die Wohnung von uns, die ist gerade im unmöblierten Zustand, frisch renoviert. Ich zeige dir mal ganz kurz, weil wir werden die jetzt möblieren, dass man mal sieht, wie so eine möblierte Wohnung aussieht. Hier sind schon Spuren der Verwüstung. Hier, wie man sehen kann, sind schon die ersten Spuren der Verwüstung. Die Türe muss noch irgendwie angepasst werden ein bisschen. So, sind wir drin. Bin auch zum ersten Mal hier. Nach dem Boden reinlegen hat der Chucky und der Mars hier. Haben das super gemacht. Sieht gut aus. Sehr gut sogar. So, jetzt bin ich hier im Wohnzimmer. Ich zeige es mal kurz. Das Wohnzimmer hier. Hier die Küche. Die muss noch montiert werden. Die wurde demontiert, zum Boden verlegen. Hier im Badezimmer haben wir ein bisschen was gemacht, aber nicht viel. Das Bad ist okay, es ist kein 5-Sterne-Hotel-Bad, aber es ist okay, sagen wir mal so. Und hier ist das Schlafzimmer. Auch wirklich eine doch angenehme Wohnung. I like. Ich zeige es nochmal kurz. Also der Boden, wie wir den verlegt haben und so, wie viel sowas kostet. Da gibt es übrigens ein separates Video dazu. Wohnung günstig renovieren heißt das, glaube ich. Da mache ich dann hier oben bei dem Infozeichen eine Verlinkung hin oder am Ende mal sehen. Wir brauchen auf jeden Fall einen großen. So einen. Kundenrabatt. 10%. So, wo gehen wir als erstes hin? Was brauchen wir alles? Ich hab's dir geschrieben. Guck mal und dann steuern wir es mal an. So, das ist jetzt eher das Preissegment für Mietwohnungen. Also welches suchen wir jetzt zuerst raus? So einer, wo ein bisschen langen Hals hat, oder? Fürs Waschbecken im Bad, oder? Ach, der hier sieht ja mal geil aus, ey. Ich tendiere irgendwie zu dem hier, 40 Euro. Ja, der sieht gut aus. Aber der bedient sich komisch. Und der da? Das ist ein bisschen so ein Dreher, aber das ist nur kalt dann. Und wie viel kostet denn so ein Wasserhahn, so ein normaler? Ja, so 50, 60 ist okay. Der hier, 50, oh, 49. Der hier, oder? Ja. Fühlt er sich gut an? Ja. Na, den einen. Das ist schon gekauft. Jetzt haben wir noch hier beim Hans ein paar gefunden. Was brauchen wir jetzt noch? Lampen, ein paar. Für die Erleuchtung meiner geilen Mütze. Gefällt nicht dir? Hab ich von Chucky geklaut. Der polnische Hausmeister, unterwegs im Hobby. Ich hört uns am besten arbeiten. Ja. Der ist gerade in Lissabon, drückt sich. Muss uns erwarten? Unterwegs. Jetzt brauchen wir noch ein paar Lampen. Lass LEDs nehmen. Da ist unser Wagen hinfahren. Der war selbstständig unterwegs. Wie viel kostet das Schiff jetzt mal sehen? Ich schätze mal 300 knapp. 300. Schätzt du? Ja, ich schätze 220. Ja, dann kaufe ich noch ein bisschen was dann drin. Bruh. 369. Ja, warte, ist das schon mit Rabatt? Ja. Ist jetzt? Ja.
Mit Mitarbeiter Rabatt. Nochmal 10. Hm? Nochmal 10. Braucht ihr groß weg, ne? Ja. So Leute, was geht ab? Die Wohnung ist jetzt fertig hier. Beim Möbeleinkauf habe ich es echt leider nicht gepackt, die Kamera mitzunehmen. Das dürft ihr mir nicht übel nehmen. Das war mir eine Nummer zu hart, das war zu stressig. Aber dafür sieht es richtig geil aus. Ich führe euch mal rum. So, jetzt geht's los mit dem Schlafzimmer. Sind wir hier im Schlafzimmer. Es ist ein wirklich tolles Schlafzimmer. Für eine Person wird es jetzt vermietet. Der Mieter zählt übermorgen ein. Haben wir hier ein schönes, massives Bett. Also stabil auf jeden Fall, das ist sehr wichtig bei möbliertem Wohnen, dass es sehr stabil ist, das Ganze. Hier ein Kleiderschrank mit Schräubchen, muss man noch irgendwas machen hier. Komplett eingerichtet, natürlich auch mit Bügeleisen, Staubsauger, Putzeimer, Duft und ja, hier kann er dann einziehen mit seinem Köfferchen, der gute Mieter. Nochmal kurz, ja, der Wohlfühlbereich des Schlafzimmers und hier ein schicker Spiegel, das geht mit massiven Holzdingern da am Rand. Sieht schon geil aus auf jeden Fall. I like. Jetzt geht's weiter ins Badezimmer. So. Hallo. Hier. Kleines Holzregal. Putzeimer steht noch da. Hier muss man noch die Duschabtrennung anmontieren. Kommt noch hin. Hier. Duschkopf steht noch ein bisschen in die falsche Richtung. Weiter geht's ins Wohnzimmer. Eine geile Couch. Ist wirklich echt bequem. Sag's euch, Leute. Die Couch, ey. So geil. Oh. Kleine Designeinlagen. Ein fetter 55 Zoll 4K Flat Screen. Smart TV. Ein Buddha. Noch ein kleiner Tipp am Rande, also wir machen hier immer Online-Fernsehen rein in die möblierten Wohnungen und zwar geht es ganz einfach, du brauchst nur einen Internetanschluss und so einen Online-Fernsehanbieter, wenn der Mieter will, kann man es machen, wenn nicht, lässt man es einfach weg und Netflix und alles drauf, Kabel, also ein Kabelanschluss oder Satellit, das machen wir gar nicht mehr, ist viel zu aufwendig, verwaltungsaufwendig und übers Internet kriegst du die gleichen Sender rein, also genügend auf jeden Fall und auch die ganzen RTL Pro 7 und so, wenn er es haben will, der Mieter, kriegt man alles rein. Von dem her, kein Stress. Hier, so ein kleines Bedienelement für die Gastherme. Nochmal kurze Einlage zur Gastherme. Ist jetzt nämlich hier hinter der Türe im Bad. Die Gastherme, die hat einen Gasanschluss. Der geht direkt ins Stockwerk. Also wir sind jetzt hier gerade im dritten Stock. Und der Riesenvorteil von so einer Gastherme, es hat Vor- und Nachteile. Also so eine Therme kostet, ja, ich müsste lügen, ich glaube so um die 8000 Euro nur die Therme. Also es ist ein Dreifamilienhaus, in dem wir uns gerade befinden. Das heißt 24.000 und für eine Zentralheizung für ein Dreifamilienhaus wäre wahrscheinlich ein bisschen billiger, ja. Aber dafür bist du unabhängig. Das heißt, wenn es jetzt eine Wohnungseigentümergesellschaft ist, und die Therme geht kaputt, dann bist du unabhängig von den anderen, weil wenn einer keine Kohle hat, die Rücklagen nicht da sind oder sonst was, bei einer Zentralheizung hast du den Stress. Hier, bei der Therme, easy going, tausch sie aus, basta. Hier gehört uns das ganze Haus, von dem her ist es wahrscheinlich ein bisschen teurer für uns, so, aber trotzdem ganz chillig. Jo, jetzt geht's weiter in die Küche. Die Küche gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Hier ist echt top geraten. Hat mein Bruder hier übrigens das ganze Möbel-Chakra ausgesucht, überwiegend. Ich habe nur tragen geholfen. Und den Abzug, da habe ich zwei besorgen müssen, nicht kaufen. Den haben wir dann umgetauscht, aber leider kaputt hier. Hatten wir Pech ein bisschen.
Küche. Sieht nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Und hier ein schöner Echtholztisch. Lege ich persönlich immer großen Wert darauf, dass das ganze Thema stabil ist. Hier zum Beispiel auch Echtholz. So komplett massiv, die Türen, alles massiv. Auch die Bretter zwischen dem Regal, alles massiv. Also es sind nur Vorteile, die man hat, wenn man so auf so Massivholzmöbel geht, weil das ganze Thema eben viel langfristig und nachhaltiger gedacht ist. Erstens halt, es hält halt viel länger als sowas Billiges wie von anderen Möbelherstellern, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Hier hat man einfach länger Spaß dran. Es ist ein bisschen robuster, man kann es mehrmals transportieren und man kann es transportieren ohne einen Abbau. Und bei den anderen billigen Möbeln, das geht oftmals gar nicht, so ein Schrank da durchs Treppenhaus zu tragen oder so. Und wenn man es abbaut, dann kann man es nicht nochmal aufbauen. Hier noch eine kleine Style-Einlage vom Tisch. Zieht euch den kranken Scheiß rein. Geil, oder? Das ist doch geil, oder? Wenn das Ei da hinten steht und ich will es hier haben, fahre ich es einfach her. Hab übrigens, die Wohnung habe ich schon gepostet gehabt in der Instagram-Story letzte Woche. Ja, letzte Woche. Und da haben mich ein paar Leute gefragt, Fabian, warum möbliert ihr überhaupt Wohnungen? Und das hat ganz einfach einen Grund. Wir wollen auch ein bisschen Diversifikation, ein bisschen andere Strategien. Nicht jede Wohnung ist gleich vermietet. Und die eben ist möbliert. Deswegen haben wir uns entschieden, ab und zu mal was zu möblieren. Ist vielleicht 20-30% des Bestands ist möbliert, nicht alles. Nachteile von einer möblierten Vermietung gibt es natürlich auch. Erstens, die Mieter ziehen öfter aus. Also im Schnitt bleiben die ein Jahr vielleicht bis 1,5 Jahre. Bei einer nicht möblierten Vermietung bleiben die schon länger, also echt viel länger. Meistens schon echt lang, ja doch, länger. Und wenn sie raus wollen, die Möblierten, haben die meistens einen Monat nur Kündigungsfrist. Bei einer nicht möblierten Wohnung haben die halt eine längere Kündigungsfrist. Und wenn sie früher raus wollen, bringen sie schon den Nachmieter. Das heißt, du hast weniger Stress und weniger Kosten bei der Neuvermietung. Übrigens, ja, noch was vergessen. Toilette ist noch extra hier. LED und einfach so, ja. Nicht jede Wohnung muss gleich eine 5-Sterne-Hotel-Wohnung sein. Das ist jetzt schlicht, gut und zweckerfüllend, die hier. Alles funktioniert, die Lage ist sehr, sehr gut. Und von dem her, ich könnte es mir vorstellen, hier einzuziehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann stehe ich euch zu Diensten und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich freue mich schon aufs nächste. Macht's gut und bis bald. Ciao.